Gut, haben Sie noch mehr? Ich wäre bereit, mehrere zu kaufen, wenn Sie sich gut bedienen können. Ja, wissen Sie gar nicht. Ja. Muss ich gucke nochmal hin. Ja, müssen wir mal bitte nach. Die nehme ich dann. Die können wir ja vielleicht schon mal. Ja, hier zum Beispiel haben wir noch auch ein ganz schickes Modell. Ein Stiefel. Sieht ja auch sehr klein aus. Nein, das, da bin ich mir sicher, das müsste eigentlich die Größe sein. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, da ist nicht so ganz die Größe, die ich suche. Ich hatte eigentlich gesagt 12. Wahrscheinlich wohl doch ein bisschen kleiner ausgefallen. Ja, haben wir denn richtig geguckt? Also ist doch nie 12. Das ist doch nur 40. 12 hatte ich gesagt. Da sehen Sie. Den haben Sie doch richtig gebracht. Ja, ich meine, das normalerweise hier steht, das war aber ein Fehler gewesen. Auf dem Karton steht Größe 12. Ne? Wahrscheinlich, weil er dafür etwas groß ausgefallen hat. Hm. Ja, also, ich schau nochmal. Ja. Ah, ich sag's doch. Der sieht schon wieder besser aus. Der sieht genau. Ja, den haben wir. Nehmen Sie unser Slogan für alle Größen. Stimmt doch wieder was. Alles so. Passt. Na, der sieht auch toll aus. Ja. Der sieht auch wirklich toll aus. Der geht aus. Jetzt vor allem für die warmen Tage. Ja. War da auch in der Schule. Ja. Haben wir mehr? Das wäre auch sein. Gut. Dann schauen wir nochmal, müssten wir einige gebrauchen. Was ganz toll ist, das ist jetzt Mode, das ist die Modefarbe. Im Trend, voll im Trend. Das wäre auch was für Sie. Aber der Trend scheint mir ein bisschen klein. Nee, also das sehe ich so auf dem ersten Blick. Das ist doch, ja, dann haben wir aber, glaube ich, keinen guten Blick, wie ich das so sehe. Na, das. Ah, es fällt oben ein bisschen eng aus, ne? Und da fällt nicht nur oben eng aus, da fällt unten auch ein bisschen eng aus. Und ein bisschen kurz, würde ich sagen. Ja, was meinen Sie denn da? Ja, dann. Gucken Sie noch mal. Komisch, ja. Also was... Obwohl, ja. Ja, aber ich würde sagen, langsam müssen Sie sich an meine Größe gewöhnt haben, dass Sie mir die richtigen Schuhe bringen. Ja, das stand wohl falsch. Ich gucke aber noch mal, ja? Ja, bitte, aber ein bisschen schneller, bitte. Wem? Ja, wenn es geht doch, warum denn nicht gleich so? Warum denn immer erst die falschen? Ja, das hat die Kollegin wohl falsch sortiert. Ja, das ist die Kollegin schuld, ne? Ja, ich meine, hier unterm Kleid wird es jetzt nicht, aber für unter die Hose. Das ist voll eine bequeme Schuhe. Ne? Für die Hose wäre es natürlich gut. Ja, was habe ich denn noch? Ich habe ja schon eine ganze Menge. Oh je. Und das wäre natürlich auch, das ist doch wieder eine andere Art. Ein schicker Schuh, ja? Nur so für den Sommer, für unter die Hose. Also der geht bei uns sehr gut, dieser Schuh. Der ist allgemein sehr, sehr gefragt. Ne? Naja, dann versuchen wir es. Blau noch. Oh, das geht aber noch weit. Ja, wie ich das so sehe, wäre das eigentlich auch toll, ne? Auch gut. Den Sommer unter dem Kleid, wäre auch nicht schlecht. Ja. Was habe ich denn jetzt? 1, 2, 4. Jo, ich nehme sie alle, jetzt glaube ich alle 5. Und Sie alle zusammen? Ja, wenn ich schon mal gerade hier bin, machen Sie aber mal einen guten Preis. Ja, okay. Jetzt habe ich schon 5 Paar geholt. Wenn ich mal da hinten gehen, mal schauen. Nee, also wie gesagt, unser Haus, unser Slogan, ja. Ja, werde Sie dann noch gerne weiterempfehlen, wenn... wenn der Quatsch stimmt. Und wenn Sie gefragt, auch nicht bitte. Sie wollen also alle 5 Paar? Ja. Dann mache ich Ihnen dann, wie gesagt, für die 5 Paar das Angebot. 1195 Mark. 1195 Mark? Das ist ein bisschen viel. Finden Sie? Sie müssen verstehen, bei Ihrer Größe, da muss man natürlich ein bisschen zu lang. Zu lang? Was sagen Sie davon, wenn ich auch mal zu lange? Wie soll ich das verstehen? Stopp! Okay, Frau, was soll das denn? Das war der Abdruck meiner Hand. Was Sie da sehen, gucken Sie mal in den Spiegel. Das ist die Größe der Handschuhe, die ich dann noch gerne hätte. Ne? Ja.
Ja. Ich würde sagen, wir müssen gleich die größte Größe der Karte haben. Ja. Also, denken wir an Ihr Gewicht. Da ist die Größe drauf. Ja, geht drauf. Okay. Zu lang. Ja. Was sagen Sie davon, wenn ich auch mal zu lange? Wie soll ich das verstehen? Stopp. Okay, Frau, was soll das denn? Das war der Abdruck meiner Hand. Was Sie da sehen, gucken Sie mal in den Spiegel. Das ist die Größe der Handschuhe, die ich dann noch gerne hätte.